Willkommen zur Instagram Reels Anleitung für Anfänger und Profis. Fangen wir mit dem Thema an, was sind eigentlich Reels und warum sind die auf Instagram so wahnsinnig wichtig? Ein Reels ist ein kurzes Video bis maximal 60 Sekunden. Am Anfang waren es 15 Sekunden, dann waren es mal 30 Sekunden, jetzt sind es 60 Sekunden. Es heißt nicht, dass du 60 Sekunden machen musst, es heißt nur, dass es bis maximal 60 Sekunden als Reels gilt. Und Reels sollte man aktuell nutzen, weil sie überall angezeigt werden können. Sie können in den Hashtags auftauchen, dort haben sie ein eigenes Suchfeld. Sie können im Explore auftauchen, dort haben sie eine eigene mehr oder weniger Kategorie. Sie haben ihren eigenen Feed, sie sind in deinem Homefeed und durch diese ganze Kombination aus diesen Sachen haben sie ein Megapotenzial, über ganz viele verschiedene Wege Viewer zu generieren. Zusätzlich pusht Instagram über diesen Reels-Feed auch gut laufende Reels und du kannst teilweise zehntausende Views in einer Stunde generieren oder sogar hunderttausende Views in kürzester Zeit. Deswegen gehen wir jetzt heute mal am Telefon durch, wie man denn Reels erstellt. So, wir sind jetzt hier in meinem Handy drin. Ich habe das hier unten, deswegen gucke ich auch zeitweise nach unten. Aber du konzentrierst dich bitte sowieso auf das Video. Um ein Reels zu erstellen, kannst du nun in deinem Homefeed oben auf Reel erstellen gehen, also auf das kleine Plus, dann auf Reel. Oder du gehst hier in deinem Hauptprofil oben drauf und klickst auf Reel. Dann kommst du in die Ansicht. Entweder siehst du dich selber oder halt die Rückkamera und links siehst du Audio, Dauer, Tempo, Effekte und Timer. Audio, du kannst Musik hinzufügen. Als Firma kannst du weniger Musik hinzufügen. Das hat was mit den Rechten zu tun. Instagram kann Unternehmen nicht die vollen Rechte zur Verfügung stellen wie Privatpersonen. Darunter hast du die Länge des Reels. Du kannst also 15, 30 oder 60 Sekunden erstellen. Wenn du jetzt ein 37 Sekunden Video hast, dann ist nicht nach 37 Sekunden 60 Sekunden lang nichts, sondern es endet halt einfach nach 37 Sekunden. Du kannst also immer auf 60 gehen und einfach ein Video erstellen und dann gucken halt, wie lang es am Ende wird. Das darunter ist die Wiedergabegeschwindigkeit. Wenn du was aufnimmst mit 0,3, ist es viel langsamer. Wenn du was aufnimmst mit 4 Mal, ist es viel schneller. Darunter hast du dann verschiedene Effekte, die du aussuchen kannst. Du kannst dann zum Beispiel unter Top aktuell gehen und hier draufklicken. Willst du den Effekt nicht mehr haben, klickst du nochmal drauf und der Effekt ist wieder weg. Wir lassen diesen hier jetzt einfach mal drauf. Der sieht soweit ganz cool aus. Und was noch spannend ist, du kannst hier unten jetzt einen Timer einstellen. Rechts siehst du Countdown. Auf den Countdown kannst du klicken. Das bedeutet, danach geht das Video los. Wir machen mal 3 Sekunden. Er soll, das machen wir mit diesem Schieberegler, 3,2 Sekunden lang aufnehmen. Und dann musst du unten auf diesen Button klicken, dann nimmt er auf. Einmal klicken, nicht gedrückt halten. Einmal klicken, jetzt nimmt er auf, in 3 Sekunden. Und zwar nimmt er 3,2 Sekunden lang auf. Du siehst oben den Balken und jetzt stoppt er von alleine. Wir machen das Ganze jetzt nochmal ohne Timer. Und du siehst, jetzt kann ich zum Beispiel, wenn ich das gedrückt halte, wenn ich den Finger nach oben bewege, auch ranzoomen. So, wir sind damit fertig. Und jetzt hast du links auf der Seite unter dem Timer plötzlich noch etwas anderes. Wenn du da draufklickst, kannst du auf Ausrichten gehen. Du siehst also, ich könnte jetzt das vorherige Video genau da starten, wo ich vorher war, um so ein paar Effekte zu erstellen. Wenn du das Video soweit fertig gemacht hast, klickst du auf Vorschau und kannst jetzt hier oben ganz normal wieder Musik einfügen. Du kannst auf das Mikro gehen und ein Voice-Over machen. Du kannst andere Effekte machen und du kannst die ganz normalen GIFs hier oben einfügen. Du kannst was reinschreiben, du kannst Text machen, etc. Du kannst es also hier verfeinern, wie du willst. Du kannst es auch runterladen und dann zum Beispiel andere Plattformen, wie auch immer, benutzen. Klick auf Weiter und dann steht das hier. Du hast jetzt einmal oben links dein Bild und wenn du da drauf klickst, kannst du das Titelbild einstellen. Du kannst unten also lang scrollen und dir ein Bild hiervon aussuchen oder du kannst aus den Aufnahmen ein Bild hinzufügen, welches du auch immer hast. Wenn du dir ein Bild hiervon nimmst, kannst du dann danach auf Profilbild zuschneiden. Dieses Bild auch zuschneiden, indem du zum Beispiel auch ranzoomst oder auch wieder wegzoomst. Und genau so wird es dann in deinem Homefeed später zu sehen sein. Bildunterschrift kannst du was reinschreiben, du kannst auch Hashtags reinschreiben etc. Jetzt steht hier noch, auch im Feed teilen, würde ich dir immer empfehlen, bringt mehr Reichweite. Kannst das natürlich auch ausstellen, dann wird es nur im Reels-Feed, aber nicht in deinem Home-Feed ausgespielt. Es wird also nicht an deine Abonnenten ausgespielt, sondern nur random an irgendjemanden. Du kannst hier Produkte markieren, ganz normal Personen markieren und du kannst das Audio umbenennen, damit, falls jemand deinen Sound benutzt, du zum Beispiel genannt wirst. Also, du könntest hier jetzt Sebi Force Test reinschreiben. Sebi, ja, mit einer Hand zu schreiben, hier ohne Autokorrektur, Sebi Force Test.
Und du würdest dann immer, wenn es jemand benutzt, würde es Sebiforce Test heißen. Genau, so, kannst du auch einen Ort hinzufügen, erweiterte Einstellungen, das ist Branded Content und so, das brauchen wir in der Regel nicht. Und dann kannst du das Ganze entweder teilen oder als Entwurf speichern. Eine kleine Besonderheit gibt es noch, wenn du ein Video schon vorher präsentiert hast, kannst du links unten auf dieses kleine Fenster klicken und dort einfach dein Reels hochladen, welches du schon in deiner Kamerarolle drin hast. Warum sollte man Reels machen? Also wir haben eben schon darüber gesprochen, dass sie wahnsinnig krasse Reichweite haben. Es gibt wirklich viele Leute, die haben Hunderttausende oder Millionen von Views gemacht und die Reels müssen nicht mal extrem aufwendig sein. Ich würde dir empfehlen, scroll durch den Reels-Feed und schaue einfach, ob du irgendwelche Reels, die dort schon vorhanden sind, vielleicht ein Stück weit nachmachen kannst und für dich nutzen kannst. Wie man jetzt Reels dreht, die auch viral gehen, habe ich dir mal hier in diesem Video erklärt. Das ist allerdings schon mehr für Fortgeschrittene. Wenn du allerdings schon dazu zählst, dann schau auf jeden Fall mal da rein. Wir sehen uns dann da rein. Bis dann, euer Sebiforce. Ciao.